Ja. Okay. Jetzt machen wir das hier. Das zweite. Yeah! Super. Na, ich glaube, jetzt haben wir eine große Bandbreite an, an emotionalen Ausdrücken oben. Weinen haben wir. Step by step. Krebs. Step by step. Ja, nach dem. Jetzt? Ja. Step by step. 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 Das zweite war ziemlich verhalten. Step by step. Step by step. Such a walk total as a rat. Step by step. Ja, wird schon. Lala. Step by step. Noch einmal. Einfach anfangen. Step by step. Okay, jetzt machen wir Folgendes. Bei der einen Stelle. Das klingt voll deppert. Gut, das wird ganz anders. Du sprichst irgendwas von dieser Stelle, du erzählst es einfach. Step by step, soldiers, the way it is, the way it's always been. So. Wiederholt sind vielleicht ein bisschen höher aus der Melodie, verstehst du? Okay. No black man, white man, we're all the same. Deine, dein Satz rum. No black man, white man, we all the same. No black man, white man, we all the same. War gut, passt. Step by step. Step by step. Ein scharfes Yeah braucht man sagen. Yeah. Da war eine schöne dabei, Julia. Yeah. Ja, ja. Okay, das ist deine Stelle. Mhm. Nur das. Ja, sing den mal an, weil jetzt warst du immer tiefer. Ja. Wann hast du dich an? Since everything is set, we're about to be killed. It's the evil nation that we're living in. Hey yo, war time's coming up sooner or later. From the north, south pole to the equator. Total chaos, pollution and destruction is taking over. Modern civilization, y'all get ready, man. I won't keep begging. Guns and bullets is mad flying through the air. Where's my get? I got to shoot around with that. I see women and kids crying. That is the sundown. Tell me what they done. Tell me this not fun. Watch cold, deep blood dripping out of their flesh. Then it's sinking the soil to go feed the evil that lives underneath the feet. Baby get the thoughts got. Women get the baby shot. Young girls get raped. Assassins get paid. I could fade, thinking that this happens every day. Bombs explode, leaving nothing behind but a deep hole. Also shorty got killed, he got stabbed in his ribs, cause he walked in an area ruled by creeps. Step by step, soldiers walk as I rap. Heavy military step, made me wake up when I nap. Since everything is set, we're about to be killed. It's the evil nation that we're living in. I say step by step, soldiers walk as I rap. Heavy military step, made me wake up when I nap. Since everything is set, we're about to be killed. It's the evil nation that we're living in. Keep pushing, keep pushing. Keep pushing it, keep drifting it. Push the whole globe to a place where it's never been. Yeah. To let people suffer, to make young kids kill each other. You can't fight crime, sex and drugs in the streets. On the other hand, having be a legal industry, it don't work. A lot of countries try to help, try to help solve problems in third world nations. But it's damn countries pulling dirt. The way it is, the way it's always been. It's the strong rules that we basically set the color of the skin to a lower degree. The teachers of ones with wise dumps. It's the result to make my own kind folks live in slums. I ain't blaming no one for nothing. Just making y'all visualize the past. The mistakes that we did have last. Until judgment day come, we all trying to survive in this evil nation. They want to be from that.
step. Soldiers walk as I rap. Heavy military step. Made me wake up when I nap. Since everything is set, we're about to be killed. It's the even nation that we're living in. I said step by step. Soldiers walk as I rap. Heavy military step. Made me wake up when I nap. Since everything is set, we're about to be killed. It's the even nation that we're living in. Yo. Said that we all got good and bad sides. So your pants, we saw takes over your lap. Cause the bad side's the evil, the devil. The dark falls ruling your mind, sucking out your emotions, leaving you cold. Like a hot naked rock, what? Making you bold. Your souls fill up with hatred. I hate that, cause you fill up with paychecks. Trying to get paid so you kill. It's not because I didn't pay my bill, you just wanna kill. I'ma break it off right here, switching over to the good side, the low side. The place I wanna be for now, to return. Everything is clear and everything is real. Everything is what you hear. Ain't no stress, ain't no fear, ain't no bad, no harass, no injustice, no fake politicians acting like magicians. Ain't no crime, no sufferings, ain't no war, no racism, ain't no pain, no genocides, no black man, white man, we all the same. Step by step, so just walk as I rap. Step by step, so just walk as I rap. Step by step, so just walk as I rap. Every little day is that, when we woke up on the map. Since everything is set, we're about to be killed. Just the evil nation that we live in. I said step by step, so just walk as I rap. Every little day is that, when we woke up on the map. Since everything is set, we're about to be killed. Just the evil nation that we live in. Unser Projekt wurde von Jean-Jacques Pascal, einem Regisseur und Schauspieler, betreut. Er erklärte uns den Aufwand und Ablauf bei Dreharbeiten. Gemeinsam mit ihm erdachten wir Szenen für unser Video und verteilten die Rollen. Pass auf, hier beginnt hier zu gehen. Dreht sie dann um, die nächsten um und gleich durch. Okay? Drei, fünf. Oh! Yes! Ja, genau. Was hast du mit den Händen vorhin gemacht? Dieses mit den Händen, genau. Die musst du auch noch aufreißen. Ja. Na, und nicht lachen dabei. In einer Szene wurde ein vergewaltigtes Mädchen gezeigt. Diese Rolle übernahm ich. Am Anfang musste ich am Boden sitzen. Als ich dann die Schritte der Soldaten hörte, musste ich erschrecken und nach hinten bis zur Mauer rutschen. Die Soldaten kamen immer näher. Dann hielten sie mir die Gewehre vor das Gesicht. Ja. So, jetzt einmal noch erschrecken und dieses, genauso in dieser Stimmung. Einmal noch erschrecken und schwer atmen, schwer atmen, schwer atmen. Mir wurde die Kamera gegeben und ich sollte sie aus meiner Sicht filmen, wie sie auf mich zukamen und mich bedrohten. Zum Schluss stürzten sich alle auf mich. Ich versuchte mich zu wehren, doch es gelang mir nicht. Als wir angefangen haben zu drehen, war es für uns nur ein Video, aber nach ein paar Szenen wurden wir nachdenklich. Uns fiel auf, dass wir eigentlich reale Szenen nachspielten, dass Folterungen, Vergewaltigungen und Morde in vielen Ländern wirklich passieren. Soldaten stoßen verurteilt in einem Raum. Sie werden dort mit erhobenen Händen mit dem Gesicht an die Wand gestellt. Die Soldaten gehen zur Seite. Die Verurteilten werden von einem Erschießungskommando hingerichtet. Sie sinken zu Boden und werden dort liegen gelassen. Die Soldaten bringen andere Verurteilte herein. Sie erschrecken, als sie die Toten sehen, stolpern über ihre Körper und müssen sich ebenfalls an die Wand stellen und werden dann erschossen. In dieser Szene spielte ich einen Soldaten, der andere Menschen niederschießen musste. Ich hatte diese Rolle übernommen, aber sie war mir unangenehm. Sie tat mir richtig weh. Da wir in unserem Land zum Glück in Frieden leben und die Leute kaum von solchen Szenen wissen, soll unser Menschenrechtsprojekt zum Nachdenken und auch zum Helfen anregen. Die Handlung versetzt uns in einen Krieg. Gedemütigte und gefolterte Menschen in Situationen, die oft und überall vorkommen können. Verletzungen der Menschenrechte, grausam und das Leben missachtend. Okay, und Action! Ich arbeite sehr gern mit Schülern, vor allem Schülern in eurem Alter, weil ich der Meinung bin, man kann gerade in diesem Alter euch sehr viel Impulse geben für euer zukünftiges Leben. Mich interessieren alle Bereiche, wo es um Menschenrechte oder auch um Menschenrechtsverletzungen geht. Und das ist ja eines der Hauptthemen dieses Projektes. Das heißt ja Menschenrechte, Kinderrechte. Es war für mich faszinierend zu sehen, wie schnell man jemanden, einen Jugendlichen, man gibt ihm ein paar Stiefel, eine Waffe, einen Helm, eine Kapuze und schon wirkt er unheimlich bedrohlich
Und es sollte uns sehr, sehr nachdenklich stimmen. Es gibt ja genügend Beispiele in der Geschichte, zum Beispiel Hitlerjugend und so, wo fanatische Jugendliche fast die besseren Kämpfer waren oder die fast fanatischeren Kämpfer waren wie eben Erwachsene. Also das Thema Kinderrechte, Menschenrechte ist für mich ein sehr zentrales Thema und eben vor allem jede Form von Menschenrechtsverletzung beschäftigt mich enorm. Ich habe auch sehr viel für Amnesty International immer gemacht und ich finde es leider traurig, dass es so eine Organisation geben muss, aber umso besser, wenn man in irgendeiner Form diese Organisation unterstützen kann, sprich, dass man ein Projekt gestaltet, wie dieses Projekt. Ja, okay. Ist es klar für euch? Ihr müsst, der Christoph geht in einen leichten Schräge, sodass die Öffnung noch ist. Dabei geht es ihr schon hinten herum und schließt sie ein. Und welche Rolle spielten bzw. spielen sie in unserem Projekt? Das ist eine gute Frage. Im weitesten Sinn könnte man sagen, der Regisseur. Ich habe ja versucht, mit euch die Szenen einzurichten. Ich habe versucht, teilweise auch im Bereich Kamera, zumindest die Kameras, die Positionen festzulegen. Also im weitesten Sinn könnte man sagen, das ist das, was im Film auch der Filmregisseur zu tun hätte. Ja? Also die Arbeit mit Schauspielern, das Einrichten der Szenen, dann auch teilweise Festlegen der Kamerastandpunkte und so. Ja? Und wie zufrieden sind Sie mit dem Ergebnis? Ich bin sehr zufrieden. Ich bin auch, ich gebe es ganz offen zu, auch überrascht. Es ist nämlich keineswegs so einfach, das habt ihr ja jetzt auch im Verlauf dieser Stunden gesehen. Und was für mich auch wichtig ist, dass vielleicht ihr jetzt ein bisschen einen Einblick gekriegt habt in diese Filmwelt, die durchaus faszinierend sein kann, die aber letztlich, und das wird immer bleiben, eine Knochenarbeit ist. Eine absolut harte Knochenarbeit. Nicht nur deswegen, wenn man draußen ist und friert, das ist einer der Aspekte, sondern auch, wenn man einfach Szenen zigzig mal wiederholen muss, bis es endlich passt, bis endlich der Regisseur sagen kann, danke, es ist im Kasten, danke, es ist gestorben. Ich bin sehr zufrieden mit eurer Arbeit, also um nicht zu sagen, sehr, sehr zufrieden. Ich habe mich Dinge sehen lassen, die absolut faszinierend sind. Ihr habt ein Engagement an den Tag gelegt, das erfreulich ist, dass also das Arbeiten mit euch hat mir so viel Spaß gemacht und ich kann nur hoffen, dass es euch genauso ergangen ist und dass ihr gerne an diesem Projekt gearbeitet habt. Überall in der Welt werden Menschen gequält, gefoltert und vergewaltigt. Im Film wird gezeigt, dass dies am häufigsten im Krieg passiert. Wehrhafte Frauen, kommt mal alle her. Wo sind die Wehrhaften? Weißt du, was ich immer gedacht habe? Ja. Dass du so eine lachende Frau mit offenen Haaren hast. Ja? Also wirklich nur Ausnahme den, also ohne Haare. So, du denkst, es ist eine Frau, eh klar. Ja? Ist es auch. Aber sie lacht und du gehst so quasi, wenn du gestoßen wärst, ja? Mit der Subjektiven zurück. Ja. Ich spielte eine Frau im Konzentrationslager, zur Zwangsarbeit verurteilt. Dabei wurde ich mit Waffen bedroht. Diese Szene soll zeigen, wie Kriegsgefangene so schwer arbeiten müssen, dass sie vor Erschöpfung krank werden und sterben. Die Szenen zeigen Kriegssituationen und sollen dem Zuschauer die Sinnlosigkeit des Kriegs vor Augen führen. Die Menschenrechte verbieten solche Übergriffe auf Leben und Freiheit. Ain't no stress, ain't no bad, ain't no fear, no unrest, no injustice, no fake politicians acting like magicians. Ain't no war, no sufferings, ain't no crime, no racism, ain't no pain, no genocides, no black man, white man, we all the same. Step by step, soldiers walk as I rap. Step by step, soldiers walk as I rap. Step by step, soldiers walk as I rap. Every military step, maybe wake up when I nap. Since everything is set, we're about to be killed. Just the evil nation that we're living in. I say step by step, soldiers walk as I rap. Every military step, maybe wake up when I nap. Since everything is set, we're about to be killed. Just the evil nation that we're living in. Yeah. Word.